Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne die Gourmetbox für den Januar 2013 vorstellen. Ich wurde vor einigen Wochen von dem lieben Gourmet-Team angeschrieben, ob ich denn nicht mal Lust hätte, die Box zu testen. Und ja klar, natürlich wollte ich das gerne machen. Ich habe die Box vor ein paar Tagen jetzt bekommen und habe sie natürlich schon aufgemacht. Ich konnte da nicht abwarten. Ich musste mir die Sachen gleich mal anschauen. So finde ich, kann ich euch dann einfach ein bisschen besser was dazu erzählen, wie ich das so finde. Ich konnte mir meine Gedanken machen sozusagen. Und ja, die Gourmetbox ist eine Box, die mit Lebensmitteln gefüllt ist. Die kommt alle 2 Monate und kostet 24,90 €. Ja, wie der Name schon sagt, ist es aber eine Gourmetbox, also eine Box mit sehr, sehr hochwertigen Lebensmitteln. Das sind einfach Produkte, die ihr nicht so in jedem Edeka oder Rewe bekommt, sondern wirklich nur in so Feinschmeckergeschäften. Und außerdem ist da noch eine Zeitung mit dabei, die den Monat wirklich sehr, sehr hochwertig und teuer ist. Mit der fange ich jetzt gleich mal an. Die lag nämlich auch oben drin in dem Karton. Ja, und so sieht die Zeitung aus. Die nennt sich Falstaff oder Falstaff. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen werden soll. So sieht sie aus und kostet regulär 7,50 €. Finde ich sehr, sehr teuer für eine Zeitung. Meine Mama hat sie sich schon durchgelesen und fand den Inhalt wirklich interessant. Ich werde sie mir auch mal durchlesen. Da geht es um verschiedene Themen, wie zum Beispiel Weine, Reisen, Küche, Spirituosen und Tabak. Also wirklich auch so eine Feinschmecker-Zeitung. Hier wird irgendwas über Kaviar und Champagner berichtet. Und ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich werde sie mir noch anschauen. Und ja, dann machen wir gleich weiter mit dem Inhalt der Box. Da möchte ich euch gleich das erste Produkt zeigen, das mir da entgegengeflogen ist. Und ja, so kommt das an, sehr, sehr gut geschützt. Und zwar ist das ein Wein. Ich mache das jetzt mal kurz ab. Und da könnt ihr ihn sehen. Also das ist eine 0,75 Liter Flasche, eine ganz normale Weingröße. Und zwar ist das hier der Medusa-Wein. Der kommt aus dem Südburgenland in Österreich. Wie gesagt, 0,75 Liter sind da enthalten und der hat 13,5% Alkohol. Ja, ich bin nicht so der Weintrinker, ich mag das nicht so gern. Ich bekomme davon Kopfschmerzen, mir schmeckt das auch nicht sonderlich. Ich habe das aber meinem Papa gezeigt und der meinte, er kennt den Wein sogar. Also er ist häufiger in Österreich unterwegs und hat ihn schon gekannt. Der hat sich auf jeden Fall darüber gefreut und er wird ihn dann auch trinken. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hochwertiger Wein. Ich habe hier eine Karte mit den ganzen Preisen der Produkte und dieser Wein kostet 25,90 € und das ist wirklich sehr, sehr viel. Also ihr bekommt ja schon Weine für 2-3 € in jedem Supermarkt und das ist halt wirklich ein hochwertiger Wein. Und ja, mein Papa freut sich sehr auf den, deswegen habe ich mich natürlich auch gefreut, dass er da drin war. Und diejenigen, die gerne Wein trinken, die haben da auf jeden Fall was Tolles in der Box gehabt. Und ja, dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt, das ich für mich ganz, ganz toll finde. Und zwar ist das hier von Brockholz Premium. Ein Kaffee mit Haselnussaroma und das riecht so, so gut. Hier ist so ein Aromasiegel irgendwie drauf. Also so ein kleines Loch, da könnt ihr das riechen. Und als ich die Box aufgemacht habe, ist mir das total entgegengekommen, der Geruch hier. Und es riecht so, so gut. Und ja, das sind jetzt halt 100 Gramm. Das ist hier eine Musterpackung, steht hinten nochmal mit drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie viel in der Originalgröße drin sind, aber auf die 100 Gramm runtergerechnet würde das hier 3 € kosten. Ihr braucht pro Kaffee einen Kaffeelöffel. Pro Tasse einfach, also ihr habt da auf jeden Fall sehr, sehr viel davon und auf den freue ich mich schon sehr. Also der riecht auf jeden Fall schon mal super, super lecker. Ja, dann geht es weiter mit Tee. Also wer kein Wein mag, wer kein Kaffee mag, hat jetzt Tee. Also da ist wirklich für jeden was dabei und zwar sind das hier zwei Probiertees von der Firma oder von der Marke Teekenner. Einmal haben wir hier einen weißen Tee, und einmal einen grünen Tee. Sind wie gesagt Probierpackungen, jeweils 10 Gramm und die kosten dann pro Packung nochmal 2 €. Mit 10 Gramm Tee könnt ihr auf jeden Fall was anfangen. Hier steht mit drauf, ihr braucht pro Tasse Tee 5 Gramm. Ihr braucht pro Tasse Tee 2 Gramm, also könnt ihr davon 5 Tees machen und ja, habt insgesamt hier 10 Tees dann zum Testen. Finde ich auch auf jeden Fall eine gute Größe und auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Grünen Tee mag ich gerne, weißen Tee habe ich, soweit ich weiß, noch nie getrunken und ja, auf den bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Ja, dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar hatte ich hier noch von Oriza einen Langkorn- und Wildreis mit dabei. Das ist auch eine Originalgröße, da sind 500 Gramm drinnen. Ist hier so ein
ja Reis mit so ein paar schwarzen Reiskörnern noch mit dabei. Also das wird dann hier der Wildreis so sein. Und ja, bin ich auch schon sehr, sehr gespannt darauf. Reis mag ich gerne, vor allem passt das sehr, sehr gut zu vielen Fleischgerichten einfach. Und ja, Reis ist eigentlich auch sehr, sehr häufig bei meinen Mahlzeiten mit dabei. Schmeckt mir sehr gut. Und ja, das ist ja auch ein Originalprodukt und würde 2,99 Euro kosten. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar hatte ich hier von der Gewürzmanufaktur Fortkamp und Wiegers einen schwarzen Pfeffer in der Box. Und zwar sind das hier so ganze Körnchen. Das ist hier so eine Pfeffermühle. Also ihr könnt euch die dann selber mahlen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Also so habt ihr wirklich so das frische Produkt direkt auf dem Teller. Finde ich sehr, sehr schön. Ich mag das sehr gerne, solche Mühlen hier für verschiedene Produkte, einfach für Gewürze zum Beispiel oder für Salz und ja eben auch für Pfeffer. Pfeffer ist ein tolles Gewürz, kann man immer gebrauchen. Und ja, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, vor allem auch wegen der Mühle, finde ich sehr, sehr schön. Ihr könnt es danach auch selber nachfüllen, also man kann das hier aufschrauben. Und ja, wenn das mal leer gegangen ist, habt ihr halt auch noch die tolle Mühle da. Und ja, dieses Produkt kostet 4,59 Euro und ist ebenfalls auch eine Originalgröße mit 50 Gramm. Ja, dann gehen wir zu dem nächsten Produkt und zwar habe ich hier einmal Schokoladenpralinen Luxury Belgian Chocolate, Finest Chocolate Creation von, ja, von einem Sternekoch namens Harald Rüssel. Und ja, sind auch sehr, sehr interessante Pralinen. Also ich habe mir das schon mal durchgelesen. Wir haben hier eine Sorte Orange Kiss. Die ist mit belgischer Milchschokolade und echtem Orangenöl. Dann haben wir die Geschmacksrichtung Coffee Nights mit Edelbitterschokolade und gestoßenen Coffee Crisps. Und die Geschmacksrichtung Indian Journey mit Safran und Curry in weißer Schokolade. Also auch wirklich sehr interessante Sorten. Ich denke, Coffee Nights wird mir am besten gefallen. So mit Curry und Safran kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, aber ich finde es trotzdem mal toll, so zum Probieren einfach. Ja, so ein bisschen so außergewöhnliche Schokolade. Und ja, diese Box ist auch eine Originalpackung, beinhaltet 100 Gramm und kostet 5,95 Euro. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt, das ich in meiner Box hatte. Und zwar ist das hier Breitsamer Honig. Das ist ja so eine Dose einfach. Die ist bei mir leider ein bisschen eingedellt. Also ich glaube, das ist irgendwie beim Transport passiert, aber ist nicht so schlimm. Also da ist zum Glück nichts ausgelaufen oder so. Und zwar sind das 350 Gramm. Der Honig ist aus Niederbayern, ist dunkel, dickflüssig, würzig, aromatisch und das ist hier eine limitierte Edition, steht da noch mit drauf. Honig mag ich auch sehr, sehr gern, esse ich gern zum Frühstück, einfach mit einem Butterbrot schmeckt mir das sehr gut. Und auf den bin ich auch schon sehr gespannt, sieht auf jeden Fall richtig edel aus, so die Verpackung. Und ja, den werde ich auf jeden Fall morgen früh bestimmt gleich mal dann frühstücken, nachdem ich euch das jetzt hier gezeigt habe. Also ich wollte das jetzt nicht alles irgendwie schon anfangen und euch dann zeigen, ich habe nämlich mit dem Video gewartet und freue mich natürlich jetzt umso mehr auf die Produkte. Und ja, das ist ebenfalls eine Originalpackung mit 350 Gramm, wie schon gesagt. Und der Honig hätte gekostet 6,49 Euro. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein teurer Honig. Also ihr bekommt ja Honig auch schon sehr, sehr günstig in manchen Läden. Also wenn ihr irgendwie einen Rewe oder so Honig kauft, kostet der glaube ich 2 Euro. Das ist jetzt wie gesagt auch ein Feinschmecker-Honig dann. Und ja, auf den freue ich mich auch schon sehr. Und das waren jetzt die Produkte. Was ich euch noch gerne zeigen wollte, was ich sehr interessant fand, ist, dass außer dieser Karte hier mit den ganzen Produkten noch weitere Informationen zu den ganzen Produkten enthalten sind. Also hier habt ihr zum Beispiel Informationen über die Pralinen und auf der Rückseite Informationen zu dem Wein. Dann habt ihr eine Karte mit Infos zu dem Tee. Ja, einmal den grünen Tee und einmal den weißen Tee. Also ihr könnt euch da alles nochmal genau durchlesen. Finde ich ganz toll in dieser Box. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch eine Karte über den Pfeffer und über den Haselnusskaffee. Hier eine Karte mit dem Reis und da habt ihr hinten sogar ein Rezept da drauf. Finde ich auch sehr, sehr schön, wer das gerne nachkochen möchte. Und zwar mit Wildlachs auf Tomaten- und Rosmarinreis. Ihr wisst, ich esse keinen Fisch, also ich habe das schon mal erzählt. Aber man kann das bestimmt auch mit anderen ja, Fleischsorten einfach machen oder so. Und ja, finde ich auch sehr, sehr schön, so als kleine Inspiration. Und dann haben wir hier noch eine Karte über den Honig, den ich euch gerade gezeigt habe. Und da habt ihr Safran, Waldhonig, Tannenbäume hinten nochmal mit drauf, so ein Rezept für Plätzchen. Werde ich auf jeden Fall so für nächstes Weihnachten aufbewahren. Kann man bestimmt auch sehr gut was damit anfangen.
Und ja, das war jetzt wie gesagt meine Gourmetbox. Einen Gesamtwert hatte sie von 58,42 €. Also ihr habt auf jeden Fall das Doppelte wieder von dem, was ihr ausgegeben habt, bei der Box reingeholt. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Also der Wein alleine kostet ja schon 26 €. Da habt ihr den ganzen Wert der Box schon wieder raus. Und ja, für Feinschmecker oder diejenigen von euch, die gerne neue Sachen ausprobieren, die gerne kochen und naschen und backen und so weiter, ist die Box, denke ich, auf jeden Fall was. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!